Hasta la bonne, hallo muchachos und ein wunderhappiges Ziegen-Halloween. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier bei den Losers. Ich bin der Deko. Wir zocken heute Ghostwatchers. Mit einem neuen Update und zusammen natürlich mit Knickknack. Oh, ein wunderschön. Hakuna, mein Tata. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute hoffentlich sehr viel Angst in unserem Höschen. Wir haben eiskalt hier eine neue Map. Die Kirche! Und zwei neue Geister, so die wir jagen können. Ich sehe die Kirche noch nicht mal. Ich sehe auch absolut gar nichts, deswegen holen wir uns erstmal zwei Fackeln, Deko. Also, bitteschön, gönn dir eine. Fackel, Marvi mein Fackel, weil Fackel ist, macht hell und Fackel ist auch ein Schutzgegenstand. Genau. Ja, das ist so eine Gartenfackel, Alter. Okay, ganz dann genau. Bin ich ja auch safe gegen Geister. Ja, ich denke schon. Das Gespenst fangen. Machen Sie ein Bild in einem Notizbuch auf Video. Machen Sie ein Foto von einem Geisterangriff, das verstehe ich, aber machen Sie ein Bild in ein Notizbuch auf Video. Machen Sie ein Foto von schwebenden Objekten, benutzen den verfluchten Spiegel. Okay, das mache ich auf gar keinen Fall. Das mache ich auf gar keinen Fall. Der Spiegel ist Marvins Ding. Ja, lass uns reingehen. Es gibt jetzt ein paar Veränderungen. Wir haben jetzt hier draußen Foto, den... Geisterangriff, Foto, schwebende Objekte. Wir haben jetzt hier den Materialisierer. Die Geister sehen am Anfang jetzt nämlich immer aus wie Todesser aus Harry Potter und... Man muss sie diesmal ja erstmal analysieren. Das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Sonst wusste man direkt am Anfang schon, was abgeht. Oh Mann. Er hat einen angegriffen oder hat in der Ecke gehangen und hat schon gesehen, das ist jetzt irgendwie ein Trockener oder ein. Die Fackel ist ziemlich beschissen. Ich sehe absolut gar nichts. Das war keine gute Idee mit der Fackel. Ich dachte, es wäre irgendwie besser. Ich hole uns mal hier auch so ein Safe-Gerät, ja? Ja, was ist ein Safe-Gerät? Ja, hier, das hier. Werfe ich mal hier rein, dass wir erstmal so ein bisschen sicher sind, falls er angreifen sollte. So. Digga, was ist das für ein Inneneinrichter in der Kirche hier? Der hat die Lampen in Käfig gesteckt, damit es irgendwie gemütlicher aussieht. Ah! Ah! Jetzt schon! Ruf mich, Junge! Marvin war doch für Feuer! Wie weit zieht er mich denn? Ja, okay, wo bist du? Ich seh nichts. Alter, wo? Oh. Hast du seine Hände gesehen? Wie sieht er aus? Die Fackel ist ein Schutzitem, also... wir sollten ganz schnell verschwinden, Deko. Wir sollten ganz. Ich bin angespannt gerade. Was ist hier los, Alter? Warte, ich stell den mal hier hin, ja? Hier hin, dann sind wir hier vielleicht safe. Die Fackel ist ein Schutzitem. Warum stellst du das Ding da hin? Ich will. Ja? Wohin willst du? Oh, du kannst mit der Fackel Kerzen anzünden. Kann man? Oh, das ist geil. Einfach dran gehen. Ich hab hier jetzt, by the way, ich hab ein Notizbuch dabei. Okay, willst du es hier mal hinschmeißen? Hab ich gerade. Okay. Und mein Thermometer habe ich auch dabei. Jetzt müssen wir nämlich wirklich alles machen. Davor konnten wir immer die Geister anschauen und sagen, das ist jetzt der und der. Aber jetzt müssen wir wirklich alles machen. Oh. Digga, ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen aufgelöst, ey. Ja, ich nehme jetzt nochmal so ein Radio mit und UV-Lampe, nehme ich auch mal mit. Alter, ey, da steht einfach so eine scheiß Vogelscheuche vorm Fenster. What the fuck, ey? Warum ist es hier so dunkel? Ich bin direkt hinter dir. Nee, hier ist ein Keller. Nein, da will ich nicht hin. Da will ich auf gar keinen Fall hin. Nee, wir warten erstmal. Ich auch nicht. Wir gucken, Mir läuft schon hier der Schauer. Ich habe schon Gänsehaut, ey. Oh, ja, ich brauche ein drittes Item. Was brauchen wir noch? Elektromagnetischer Feldsensor. Was ist das hier? Partikelzähler. Ja, Partikelzähler ist gut. Du musst im ganzen Haus damit rumlaufen oder in der ganzen Kirche. Ja? Ja. Das mache ich nicht. Das Ouija-Brett? Ja, nimm mit. Wir brauchen alles. Ja, wo ist denn das Ouija-Brett? Ja, dann liegt das schon drin, oder? Wenn es nicht mehr da liegt. Ich hab nur ein Notizbuch mitgenommen. Ja, vielleicht die Voodoo-Puppe? Dann liegt das schon da. Hattest du das? Kann gut sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder vergessen. Rundfunkempfänger. Radio? Das Radio hast du drin auf jeden Fall hingelegt, glaube ich. Ja. Ne? Also es liegt schon sehr, sehr viel drin jetzt. Nimm doch nochmal, ich kann jetzt ein Foto machen von Geisterangriff. Also wenn du mal wieder weggezerrt wirst, dann gib mir Bescheid. Ja, wir laufen zusammen rum. Und schwebende Objekte. Lass uns mal nach schwebenden Objekten. Wir müssen ein Video machen von dem Notizbuch. Okay. Und schwebende Objekte auch Foto, ne? Okay. Das heißt, sobald er... Oh mein Gott, ich hab jetzt schon Angst. Hast du die Digitalkamera dabei? Videokamera habe ich dabei, ja. Okay, sobald er da drin rumkritzelt im Notizbuch, film das irgendwie, ja? Hat er schon? Oh, hat er! Oh! Hä? Ist das schon? Hab ich schon? Wie mache ich ein Video damit? Ja, Maus klicken! Ja, habe ich jetzt. Achso, ich habe auch ein Klingeln gehört. Ich glaube, es ist abgeschlossen. Oh. Guck kurz nach. Oh. Hier. Oh nein, ich bleib auf gar keinen Fall hier! Da bleiben! Nee!
Ich bin draußen, ich bin sowas von draußen. Ja, und was machst du jetzt? Produktivitätsmarosser, Alter? Hä, was passiert? Oh, ich hab aus Versehen einmal dagegen gedrückt. Okay. Wir müssen. Notizbuch, Kritzeleien, Schädel. Warum machst du das? Ja, ich hab. Verliert, wenn man das zu häufig anmacht. Ja, ich wollte da draufklicken, um das alles einzustellen. Digga, als hättest du das schon mal benutzt und wärst so wie ein Profi, Mieser Chaco. Was war das? Digga, du machst nur Scheiße, Alter. Du kriegst nichts gebacken, machst nur Scheiße und machst alles kaputt. Halt raus! Ich hab ein Foto von ihm gemacht. Ja. Sollte man gar nicht, ne? Nee. Er ist links, er ist rechts lang gegangen, rechts hier. Geisterangriff. Zum Keller oder was? Ja, rechts. Ich weiß nicht, ob da der Keller ist. Ja, rechts war der Keller. Machen Sie also ein Foto das erste, von das Video haben wir hinbekommen. Okay, aber hast du gesehen, was das jetzt war? Ich glaube, das war ein Gesicht, ein Schädel. Ja, du musst, doch die Kritzeleien definieren. Ja, warum? Das war ein schwarzer Mann. Das ist einfach nur ein schwarzes Gekritzel auf dem Ding. Nein. Oh, oh. Warum? Marvin, hol dein Fotoapparat raus. Okay, ja. Haben wir hier einen Schutzgegenstand? Ich versuche, von dir wegzugehen. Hey, komm zu dir! Oh! Oh, ich hab ihn abgeworfen! Hast du ein Foto gemacht? Hey, du hast den Fotoapparat! Ich hab keine Fackel mehr. Da hinten ist er! Hä, wie hast du ihn mit der Fackel abgewehrt? Abgeworfen! Du musst ihn abwerfen! Kannst du die Fackel schmeißen, oder was? Ja, ja. Er steht direkt vor uns. Hast du die mit G geschmissen oder mit der linken Maustaste? Mit der linken Maustaste! Warum steht der da? Ich will raus! Hä, mach irgendwas! Ich hab nicht mal mehr eine Fackel! Ich renn raus hier. Er wurde geblitzt, Dings. Okay. Ich brauche eine neue Fackel oder irgendwas, das scheint zu helfen. Ist er. Marvin, ich glaube, er kriegt einen Angriff. Wo bist du mit dem Fotoapparat? Okay, ja, warte, ich komme. Ey, Marvin! Wenn du mich jetzt angreifst, du machst kein Foto, ne, dann fick ich dich. Ja, wo bist du denn? Hier. Ja, da ist er! Los! Eingang. Hab ich. Hast du ein Foto? Hab ich gemacht, hat nicht gezählt. Ey, Digga, du bist so inkompetent, Alter. Das war kein Angriff. Der Angriff ist, wenn er dich zieht. Ich musste ihn abwehren. Hat er dich gezogen? Nein. Er hat mich von vorne angegriffen. Ja, man muss dich ziehen. Ich habe die Fackel ins Licht geschmissen. Also war es ein Angriff. Ja, und ich habe in dem Moment fotografiert, als du die Fackel geworfen hast. Okay, mache. Dann brauchen wir wieder eine Kamera. Aber wir haben Notizbuch. Digga, der Typ hat keine Ahnung von gar nichts und labert mich voll, ey. Ich würde sagen, menschlich haben wir, oder? Im Notizbuch? Hab ich schon. Ja, aber sonst? Oh mein Gott, ey. Ich muss irgendwie das Thermometer. Ich brauche ein Thermometer. Wir müssen. Ja, das liegt wahrscheinlich hinten, oder? Ich brauche erst noch einen Schutzgegenstand. Okay. Nimm Salz mit oder irgendwas. Hier, Feuersalz oder. Nimm mir so ein blaues Salz mit. Kein Plan, okay. Was irgendwie. Ah, und ich würde eine Taschenlampe gebrauchen. Oh nein, er ist direkt wieder vor uns, ne? Ah, dann kann ich ihn thermometern. Wo ist er? Ja, direkt vor uns links. Pass auf. Ich glaube, das Ding bringt nichts hier, ne? Oh, ich hab minus 8 Grad gehabt gerade. Minus 8 Grad! Okay, das ist schon mal ziemlich geil. Tragen wir ein. Das ist ziemlich kalt, Alter. Thermometer. Minus 10 bis minus 20. Er kann es nur gehängter sein noch. Aber, Deko, es war minus 8, hast du gesagt. Nein, ja, minus... Okay. Ja. Ja, okay. Aber dann ist das ja genau dazwischen so, ne? Ja, aber so, wenn es mehr als minus 5 ist, dann okay. Muss ja was anderes sein. Dann kann ich das Thermometer auch wegschmeißen. Dann ist es der Gehängte, ja? Können wir da schon dann sicher sein? Der Gehängte sein. Nach meinem Wissensstand sind wir sicher. Also, ne, ich bin jetzt auch kein Profi in dem Spiel. Fußspuren gibt's auch nicht, haben wir bisher nicht gefunden. Rundfunkempfänger. Was haben wir? Rundfunk ist drin. Ob du die scheiß Lampe benutzt hast bis jetzt überhaupt? Die UV-Lampe, ich laufe die ganze Zeit damit rum, Fußspurenlampe, hast du nicht gesehen? Ja. Nee, bisher noch nichts, Dann mache ich jetzt elektromagnetischer Feldsensor. Ja, oder? Du machst jetzt hier bestätigen, weil wir denken, dass es der Gehängte ist. Dann müssen wir nicht noch den Mut und sowas einstellen, alles? Ob das ein junger und alter ist oder ob der aggressiv ist oder ganz freundlich? Bin mir nicht sicher. Kann ich nicht sagen. Ja, mussten wir vorher auch. Alter, aber, und Stimmung, müssen wir eingeben. Aber dann sehen wir, wer das ist, weißt du? Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, mach. Oh, hier sind schwebende Gegenstände, Marvin! Wo ist dein Fotoapparat, Junge? Okay, wo ist der? Hey. Wo? Ja, bist weg. Ne, dass du auch einfach reinrennst. Also, was erwartest du denn von mir? Ich bin gerade dabei, da irgendwie mit dir zu reden, ob man das einstellen soll, ja oder nein. Hey. Ja, das ist mich voll. Warte, halt, stopp. Du stehst da draußen rum, machst gar nichts. Das ist schon mal Phase. Weil ich gerade mit dir geredet habe. Also, soll ich es jetzt machen, ja oder nein? Was? Ja, mach. Okay. Wo ist er? Okay. Digga, ist auf jeden Fall nicht freundlich. Stimmung ist auf jeden Fall mindestens aggressiv, ey. Ja, der Gehängte scheint nicht richtig zu sein. Ich hab's gerade aktiviert, schon wieder falsch. Oder man braucht alle anderen Infos auch. Das kann natürlich auch sein. Okay, wenn's der Gehängte ist, dann hilft übrigens Salz. Ich hab blaues Salz. Hilft das? Leider hat ihn die Fackel dann aggressiver gemacht. Das passt ja auch, ne? Das würde passen, ja. Blaues Salz. Schützt und verärgert, okay, passt. Okay, haben wir sonst so? Oh nein. Oh, oh. Nein! Ich hab Salz dabei, ich kann ihn wegäumeln.
Ich auch. Ich hab ihn verjagt mit dem blauen Salz. Hier sind wieder schwebende Gegenstände. Foto. Oh fuck. Wo? Hast du ein Foto gemacht? Nein. Ey. Ich war. Wow! Ich war gerade am Durchswitchen. Ich habe gerade noch meinen Schutzgegenstand in der Hand gehabt. Ey, Junge, es ist wirklich, ne? Egal, wir lassen die extra Aufgaben einfach weg. Ich habe ja immerhin die eine erfüllt. Was fehlt denn noch? Ein Foto von einem Geisterangriff hast du auch noch nicht hinbekommen. Er hat mich übrigens gerade angegriffen. Foto von schwebenden Gegenständen. Ja, das seht ihr ja auch gerade machen können. Das seht ihr nicht. Okay, dann das müssen wir den Spiegel noch finden. Ich habe doch einfach. Hörst du mal zu? Ich habe ein Foto gemacht, als du angegriffen wurdest. Als du deine Fackel geworfen hast. Hat nicht gezählt. Ja, also ich würde eher sagen, dass du es falsch gemacht hast. Also wenn du mir sagst, wie man ein richtiges Foto macht. By the way, Partikelzähler hatte ich gerade 5%. Okay, das heißt, du bist zu. Also 5% heißt aber, dass du erst zu 5% durchgelaufen bist. War das Prozent oder war das die Partikelanzahl? Du musst durchlaufen. Wenn du nicht bei 100%. Wenn du nicht bei 100% bist, dann hast du keine 100%. Ach, ich muss durch das ganze Gebäude durchlaufen. Ja. Wie soll ich das überleben? Hast du Salz jetzt dabei? Nee. Ich komme jetzt gerade zurück und hol mir was. Ich kann dir ein bisschen Salz kaufen. Ich glaube, das ist relativ günstig. Kostet nur 30. Ja, also ich habe auf jeden Fall Salz genug eigentlich dabei. Also salzig bin ich. Ja. Im Feuersalz. Du bist so ein richtiger Choleriker, ey. Hast du. Nee! Digga, ich bin einfach nur mit unfähigen Typen hier zusammen, weil die einfach die eine Aufgabe im Foto machen, die sie haben, nicht gebacken kriegen. Ja, wenn du gezogen wirst, dann kann ich ein Foto machen. Wurdest du bisher nochmal gezogen? Nein! Nicht mal an. Oder irgendwas. Oh. By the way, dieses komische Automatendings hier ist kaputt. Nee, ist aus. Schon dreimal hat das jetzt, losgeschlagen. Ja, können wir bitte das Licht anmachen, damit ich irgendwie mit dem Partikelzähler hier durchlaufen kann? Ist das Licht kaputt? Ja, ne? Ja, ich bleib bei dir. Oh. Der Keller. Oh. Bin gerade irgendwo gehört. Der Partikelzähler, der macht überhaupt nichts. Da sind drei Punkte drauf und sonst nichts. Also bist du jetzt schon bei mehr. Oh fuck. Oh. Alter, fick mein Leben, ey. Foto gemacht? Und was? Guck mal, sieht er nicht mal. Check. Endlich. Aber jetzt auch, glaube ich, den Kamera leer, ne? Nee, ich hab noch zwei Schuss. Digga, was ist das? Oh. Hat das Radio eigentlich irgendwas gebracht bis jetzt? Grün! Zurück, Deko, zurück! Okay, ja, ich lauf raus. Oh. Bin draußen. Ja, dieser scheiß Partikelzähler macht nichts. Dann können wir schon mal. Rundfunkempfänger ist knurren. Rundfunkempfänger weinen, knurren. Okay, knurren. Okay, Partikelzähler, wie weit bist du da? Nix. Okay, geht mal her. Ich hab den auch erst einmal benutzt bisher. Ich nehm die Voodoo-Puppe mit. Oh nein. Nein. Ich glaube, er greift wieder an. Was machen wir mit der Voodoo-Puppe eigentlich? Gute Frage. Mal kurz, was da für Auswahlmöglichkeiten. Liegt das Ouija-Brett eigentlich drin jetzt? Ich habe keine Ahnung. Okay, er hat nochmal angegriffen. Dann lass uns jetzt schnell in den Keller gehen mit dem Partikelzähler. 15%. Oh, los, lauf, ey. Los. Nein, warum ist er denn so aggressiv? Er greift schon wieder an, Alter. Licht, wir haben Licht. Ja. Ah! Er wird abgewehrt. Oh, und dann brauchst du jetzt wieder Salz, ne? Geh zurück. Ich lauf rum mit dem Partikelzähler. Okay, ich hol mir Salz. 20%? Ich hol mir Salz. Ich seh nichts, ne? Ich schmeiß die Voodoo-Puppe noch kurz in die Kirche. Digga, wenn er mich jetzt fickt, ne? Oh mein Gott. Ich lauf einfach nur gerade rum, ne? Ja, Punkt. Digga, wo bin ich hier? 30%? Salz, 40? Salz. Ja, mach. Ich seh nicht 50? Ja. Wo bin ich denn hier? Weiß ich nicht. Du hast Salz, alles gut. Oh! 70? 80? 85? 90? Nice. Wo bin ich hier? Ich sehe doch gar nichts. Puppe, Partikelzähler, Ouija-Brett. Nein. Ist alles drinne. 100. Nice. 500 bis 1000. 500 bis 1000? 500 bis 1000. Er greift an. Ich sehe nichts. Ich glaube, es ist 1000, okay. Okay, Voodoo-Puppe noch. Oh. Oh! Voodoo-Puppe und Ouija-Brett brauchen wir. Greift er gerade an? Nee. Oh! Ich bin hier! Ich hab hier was. Oh! Bin wieder oben! Oh fuck. Nein! Nein, Deko, wo bist du? Bist du hier? Ja, ich bin hier. Hallo? Ich bin. Oh, er wollte mich haben!
Ja, wo ist das Ouija-Brett? Das liegt hier nicht. Oh, ich renn kurz raus, brauch Salz. Oh, okay. Hast du eingestellt 500 bis 1000? 500 bis 1000. So, okay, hab ich auch. Wo hast du das Ouija-Brett hingelegt? Ich hab absolut keine Ahnung, Digga. Habe ich das überhaupt? Also es liegt nicht mehr drin und ich hatte es nicht. Wir brauchen jetzt nur noch Ouija-Brett und Voodoo-Puppe. Okay, haben wir die Voodoo-Puppe denn? Die liegt hier drin jetzt, ja. Okay, ich habe jetzt Salz noch dabei, Taschenlampe. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Komm mal, Bruder. Ich glaube, die Kamera, ne, wäre ganz gut. Zwei Schuss habe ich ja noch, also wenn du mitgerissen wirst. Zwei Schuss, was hast du noch? Zwei Schuss von der Kamera. Oh, Alter. Okay, er kommt. Ja. Mach was mit der Voodoo-Puppe, du Chaco. Was, siehst du was? Oh, er ist... Nee. Gegen... Ah! Oh! Abgewehrt. Nee. Salz. Okay, warte mal. Was ist das? Zwei? Zwei, ne? Geh erstmal auf. Er steht direkt vor mir, warum? Ja, weiß ich nicht. Ich hau ab. Digga. Okay, zwei EMF. Oh, Ouija-Bite ist hier, Ouija-Bite ist hier. Digga, es dreht richtig durch, ey. Okay, dann wild, ja? Okay, dann ist wild. Soll ich da auch ein Foto machen? Hab ja. Ich einfach gemacht. Okay, ich weiß nicht, was wir brauchen. Nee. Okay. Okay, Ouija-Brett, keine Interaktion. Okay. Der Anzeige bewegt sich von einer Ecke in die andere. Bewegt sich chaotisch, oder? Chaotisch. Ja, das war richtig chaotisch. Das Problem ist, keine Interaktion, Voodoo-Puppe, aggressiv. Jetzt sind wir fertig. Ich mach jetzt hochladen, ja? Oh mein Gott, ich hoffe, das ist richtig. Kann ich, ist das hochladen? Bestätigen. Ja! Ja, Junge, jetzt geht's dir an den Kragen. Okay, was müssen wir machen? Jetzt müssen wir mit dem Pokéball abwerfen, oder? Nee, jetzt müssen wir erstmal den Geist materialisieren. Das heißt, wir fangen an mit... Hä? Oh, was müssen wir machen? Last Correct Action. Ach so. Wir müssen jetzt heiliges materialisieren, den Geist. Heiliges Salz. Was ist heiliges Salz? Heiliges Salz. Blaues Salz wahrscheinlich, ne? Ja. Alter, heiliges fick mich, ey. Wie kann ich den Pokéball wieder auf den Boden schmeißen? Ja. Okay, ich kaufe. Okay. Eine Bombe habe ich. Ich muss ihn jetzt mit dem heiligen Salz erstmal wegballern, ne? Okay. Achso. Ja. Oh. Drei Kerzen im Haus anzünden und Feuersalz brauchen wir auch noch. Okay. Ich geh erstmal rein und mach den ersten Lachs, ja? Ich geh direkt in den Keller. Da okay, dreht er richtig ich ab. Ich nehm die Fackel mit. Hab ich Salz? Ich hab die goldene Bombe. Scheiße. Du musst vorgehen. Ich darf die goldene Bombe erst danach benutzen. Ja. Bruder, wir können's schaffen. Er kommt. Okay, ich hab jetzt nur nichts mehr. Es ist wirklich der Gangte. Alter, ist das geil. Es ist so viel geiler, dass man nicht weiß, wer das ist. Oh! Okay, ja. Ich muss jetzt drei... Warte mal. Aber ich muss erst... Wenn ich jetzt zwei Kerzen anzünde, auf seinen Angriff warte und dann dritte mache, reicht das dann? Oder darf ich erst auf seinen Angriff warten und muss dann drei Kerzen anzünden? Du musst erst das eine machen und dann das andere. Das muss die richtige Reihenfolge sein. Ja, aber wenn ich erst zwei mache... Ja, bist du sicher, dass du nicht irgendwo vielleicht dann noch schon eine angezündet hast und dann waren das drei? Nee. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon welche angezündet. Vielleicht sogar schon zwei. Du bist drin, ne? Ich bin drin, ja. Aber es kriselt leider gerade wieder. Hier schweben Gegenstände. Komm her, Bruder. Du kriegst eine goldene Bombe ins Gesicht. Oh, ich bin Angriff, glaube ich. Wo ist er? Wo ist er? Nein. Okay, wo? Hast du's? Nee, er hat mich noch nicht angegriffen bis jetzt. Geh jetzt in den Keller. Ich versuche den Angriff zu forcen hier jetzt. Ah! Alter. Der hat einfach alle Lichtschalter kaputt gemacht. Ja! Ist einfach so ein Totenaltar. Der Raum hat nicht mal ein Licht. Also eine Kerze ist hier schon an. Es sind schon mindestens zwei Kerzen an. Okay. Ja, wo ist er denn? Oh, jetzt jagt er wieder. Abgebrochen. Okay, er jagt. Doch nicht. Digga, mach doch jetzt mal, wo bist du? Ist noch eine Treppe in den Keller? Okay, fliegende Sachen. Er jagt. Ich bleib jetzt mal stehen. Ich versuche das richtig zu forcen. Ah! Oh, okay, geil. Jetzt muss ich schnell in den Keller und die Kerzen anzünden. Ja, ich versuche dir zu helfen. Sind die alle im Keller? Was? Oh, haben wir! Okay, haben wir. Und jetzt, Feuersalz. Nur noch Feuersalz. Du musst rein mit Feuersalz, ich muss raus. Okay, Feuersalz. Ich darf keinen Angriff produzieren jetzt. Geh rein mit Feuersalz, ich hol den Pokéball und dann... Dann haben wir's, Digga, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ghostwatchers Profi, Alter. Wobei man sagen muss, das ist Schwierigkeitsgrad normal, ne? Also, da
ist schon ganz schön heftig, muss ich sagen. Ja. Weil es viel länger dauert, dadurch, dass man am Anfang nicht einfach YOLO sagen kann, wer das ist. Ein bisschen, ich geh wieder. Also ich war zwischendurch sehr salzig, weil ich von Marvins Inkompetenz angesalzt war, aber jetzt bin ich, jetzt stottert mir die Eier. Warst du auch im Keller? Die Glocken hier draußen nicht läuten können. Nee, ich stand vorm Altar. Wir haben den Spiegel noch nicht gefunden. Den müssen wir auch noch finden. Hier ist der Spiegel. Ja, aber das ist nur eine extra Aufgabe. Ich nutze den jetzt. Ja, nutze den, dann mach den ja aggressiv. Du willst ja, dass er kommt. Oh. Check. Jetzt haben wir nur kein Foto vom Geisterangriff. Ja, ja. Eigentlich, wo ist der Fotoapparat? Der ist alle. Ah, schade. Warte, mal sehen, Bruder. Was kostet ein Fotoapparat? Oh! 100 kann ich nicht. Okay, ich glaube, er ist jetzt. Hast du beide alle gemacht? Ah. Ja. Oh. Tatsache. Ah! Oh mein Gott! Oh. Nice! Geil! Ich hab den Pokéball. Hallo! Ah, wir müssen zu ihm. Ja, Pokéball. Alter, wer plötzlich direkt vor mir stand, Alter Schwede. Das Gespenst fangen ist jetzt vor Fokus. Ja. Hier ist er. Das heißt, ja, wirf ihn ab, wenn du ihn siehst. Licht. Ja, ich hab, du hast Licht. Hier ist so ein, ja. Ja, los, baller ihn. Wirf ihn ab. Wirf ihn ab. Digga. Ich seh nix. Oh, Pokéball fliegt, Junge. Hol dir den Gänken. Digga, wir haben's eiskalt geschafft. Ja. Digga, wir haben's eiskalt geschafft, ey. Das war doch eine salzige Geburt, ey. Das war schon echt salzig zwischendurch, ey. Und wir haben's geschafft, obwohl Neuerungen reingemacht sind, die wir so noch nicht gezockt haben. Echt cool, aber also, echt muss Spaß alles gemacht, ey. Ja, ich fand's auch, ich find's viel geiler so. Also es muss alles korrekt sein und dann könnt ihr auch erst den Materialisierer durchstarten. Finde ich eine sehr, Alter, sehr geile Neuerung. Sexy Maxi, die neue Map gefällt mir auch. Ja. Kirche auf jeden Fall gruselig. Ich fand's sehr weird unten im Keller, ne? Neben diesem komischen Leichenauseinanderungsraum war so ein Raum, wo die Leichen aufgebahrt werden, wo man sich dann so verabschieden kann. Keine Lampe. Warum zum Fick? Muchachos, wir hoffen, ihr hattet ein gruseliges Halloween und konntet euch mit diesem gruseligen Video noch ein bisschen salzig einschissen. Nüsschen, seid euch poliert, checkt die Beschreibung aus, danke euch für den Support und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, eure Ghostwatchers von den Losers. Ciao, ciao. Ciao, ciao.